stirbt. Das funktioniert nicht, wenn er so geisterhaft rumcreepert. Und der macht irgendwie ganz schön viel Schaden. Okay, dicke Steinrüstung. Und dann noch ein Bart. Nein! Oh Mann, ich glaube, dass man sich nicht gegen den schützen kann, wenn ich das richtig sehe. Aber ja. Gut, dann versuche ich mal auf die Art. Mit Hyperspeed laufen wir dem Tod davon. Komm schon, versuch's doch. Komm schon. Nimm das. Speed Mode. Wieso kam ich... Ach, ich hab mir noch die Jung! Arsch mich doch mal nicht. Irgendwie bin ich hier... Oh, lalalalal. Ich würde mal behaupten, ich hatte Glück. Ach du Scheiße. Ja. Okay, so funktioniert es also auch. Ja. Stopp. Wow. Halt mal. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ich brenne. Och. Nein. Verdammt. Ich wollte nicht stehen bleiben. Der Zauber ist nicht aktiv. Die Skelette nerven. Das hier will ich tun. Ja, versuch's doch. Idiot. Ja, hol aus von mir aus. Nein! Oh, ich muss dann bis zum Schluss warten. Was denn? Nee, dann verschwinden nämlich alle. Wieso lässt er mich nicht einfach meine Situation einleuchtend darlegen? Ist das denn so schwer? Ja, komm. Versuch's doch. Arsch. Also ich muss dann irgendwas vorbereiten. Und wenn er kommt, dann... Komm schon, Kumpel. Du willst es auch. Oh, Scheiße. Okay, ich will nicht. Ich will überhaupt nichts. Das ist doch alles zeitverzögert hier, oder? Oh, Mann. Okay. Das ist nicht cool. Boah, nein. Verschwinden alle anderen. Da ist er. Nein. Verflucht. Verflucht seist du tot. Okay, das ist alles eine Frage der Reaktionszeit. Arschloch. Verdammt.
Wieso konnte ich den dann davor weglaufen und jetzt nicht mehr? Eieieiei. Das ist ja fürchterlich. Fürchterlichst. Mehr. Kacke. Nein. Na egal. Genau. Nein. Wieso läuft er denn immer so rüder durch? Das ist gemein. Das Leben ist gemein. Ich bin tot. Das darf ja wohl mal als Argument zählen, oder? Das war ja fast schon knapp. Och, jetzt fängt er schon da an mit seinem Spielchen hier. Ich war echt lunenlustig. Dann kriegt er noch Schaden, aber es explodiert einfach. Kann ich nicht mit meinem Dämonenarm? Was ist das denn? Irgendwie den dauerhaft anschießen? Aber es ist immer zu spät. Wie kann ich das denn? Habe ich irgendeinen coolen Zauber dafür? Schnell laufen, ja, super. Ich kann teleporten, aber der ist dann direkt immer da. Run! Oh! Don't! Ich hab's geschafft. Das war schlecht. Rausporten, aber das, dann macht er mir, dann mache ich dem auch keinen Schaden. Angst, Betörung. Eher nicht. Verdammt. Ja, komm, Junge. So, übertreiben. Ich kann es auch zu meinem Vorteil nutzen. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob diese Taktik funktioniert. Oh mein Gott, und dann läuft er nicht durch. Oh nein. Na gut, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich den Kreis des Todes überleben kann. Falls man das so nennen darf. Ja, erst verlangsamt er die Zeit
Und dann bin ich noch eingefroren. Super. Oh, verdammt. Stirb. Sieg! Das hast du nicht gedacht, was? Ui, gratis, Mann. Gratis. 0,900 Cent, Mann. Danke, Mann. Todesbeschwörung. Portus. Okay. Genug gesungen. Kapitel 11. Die Kette der Fehlinterpretationen riss nicht ab. Die Zauberer suchten die kämpferische Auseinandersetzung mit dem Tod selbst. Der Tod, berechten Lichte betrachtet ein lieber Kerl, entschloss sich, den Zauberern zu helfen und teleportierte sie in die Gallierhöllberge, wo Fafnir seit Urzeiten hausen soll. Die Kälte war schneidend, fürchterlich. Aber die Silhouette eines nahen Schlosses entzündete einen wärmenden Funken Hoffnung. Ach ja, der Tod ist doch echt ein so lieber Kerl. Er holt sich immer seine Freunde. Nein, Bäume! Minusos gatti löverba. Kempene glatt aufklappte dörrende Midgard, skali blod, jo? Ja, also... Sozialkompetenz ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Ja, das mache ich. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann.